Hallihallo, herzlich willkommen in Baldus Welt. Heute geht's weiter in Palworld. Wir müssen unbedingt weitermachen und wir starten mal gleich rein. Auf geht's. Ich habe es viel zu lange nicht mehr gezockt. Ich habe einmal kurz weitergemacht, werde euch gleich mal zeigen. Und zwar habe ich da versucht, nochmal so einen Jet Dragon zu schnappen. Und ich muss sagen, im Stream ist das ja richtig gut gelaufen. Also als ich das nochmal probiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich echt ein paar Mal draufgegangen. Ich habe ein Jet Dragon noch geschnappt. Genau, und ich glaube, viel mehr habe ich gar nicht gemacht. Wollen wir erstmal schauen. Ich muss also selbst erstmal wieder reinkommen und es muss unbedingt weitergehen. So, wie sieht es hier aus? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie alles funktioniert. Hier haben wir tatsächlich noch unser Essen im Gepäck. Von meiner Jet Dragon Jagd habe ich noch Zeug drin. Ich denke, dass die Tiere sich noch nicht erholt haben. Wir gucken mal kurz in die Kiste rein, was da so los ist. So, den hatten wir ja zusammen, glaube ich, hochgelevelt und gemerkt, dass der ganz schlecht ist für den Endboss. Also wir haben theoretisch heute eine Menge vor. Praktisch werden wir vielleicht gar nicht so viel schaffen, wie ich gerne möchte. Wir haben im Grunde genommen vor, Rapunzel aus dem Turm zu befreien. So, was ist denn das für eine lustige Truppe hier? Bei ihm wollte ich auch mal schauen hier. Also er macht ja eigentlich Feuer-Damage, der beim Endboss eigentlich richtig gut sein müsste. Jetzt brauchen wir hier am besten, naja, ob es wirklich am besten aus Holz ist, kann ich noch nicht sagen. Als Dachhalterung ein so ein Dingsbums und eine Wand nach oben. Ich versuche mal jetzt schnell so dieses Dach fertig zu bauen und dann überlege ich mal nochmal, was ich gerade für einen Blödsinn erzählt habe und ob ich da noch mehr Blödsinn zu erzähle. Was ist das denn jetzt hier? Also dieses Spiel, ne? Snap-Punkte müssen die erst noch neu erfinden. Aber jetzt habe ich mir vorgenommen, hier ein schönes Häuschen zu zaubern, ne? Jetzt muss ich da durch. So, jetzt kann dieses ganze Gedöns wieder weg. Fragt mich nicht, warum ich das gebaut habe. Ups. Ja, also PC ist für mich im Moment, ich habe mir das auch nochmal überlegt, ne? Es klingt schon absurd, ne? Aber es ist schon mit das Wichtigste für mich. Also ich hoffe, dass bei mir nichts anderes Wichtiges kaputt geht und so lange spare ich tatsächlich für den nächsten PC. In 5 Jahren. Dass ich auch dann, ne? Dann kommt ja ARK 2 raus, naja, in 8 Jahren. Dann brauche ich einen neuen PC. Und da fange ich jetzt schon mal an zu sparen. Nee, am schönsten ist, man hat einen guten Job und so und dann kommt die Kohle schon rein, ne? Dann geht das eigentlich, wenn man sich jetzt, kommt immer drauf an, ne? Wenn man eine große Familie zu füttern hat, bei jedem ist das anders. So. Warum geht das? Nee, es geht gar nicht. Gut, also wir brauchen jetzt da drüben noch eine Verbindung. Wir haben ja herausgefunden, also so ein Dach braucht halt so eine Verbindung im Grunde genommen. Und um es zu bauen, braucht es jetzt auch hier drüben so eine Verbindung. Aber die kann man danach nochmal abreißen. Also wir haben ja beim letzten Mal herausgefunden, dass es eine so eine Verbindung reicht. So, haben wir das Problem mit dem Snap-Punkt. Na, du wirst doch wohl da oben irgendwann da. Jetzt geht's. Sehr gut. Ups. Jetzt ist es so dunkel, dass man kaum noch was sieht. Wir können natürlich mal kurz gucken, wie es den Tieren geht. Wir könnten auch so einen kleinen Testkampf machen. Wir gucken mal nach. Erstmal gucke ich kurz in der Tasche, wie es unserem Tier in der Tasche geht. Es ist wieder bei 100%. Schnell nach unten fliegen, ob der andere auch bei 100 ist. So lange haben wir da jetzt nicht gebaut. Jetzt habe ich auch gar nicht geguckt, ob da oben jemand geschlafen hat. Hallo, warum kann ich... Ach, das kann man beim Reiten nicht anklicken. Problem über Problem. Schnell gucken.
Tatsache, guckt euch das an. Die erholen sich schneller, wenn sie bei einem in der Tasche sind. Ist ja ein Ding. Das ist mir letztens schon mal aufgefallen. Na, das ist ja blöd. Gleich wieder ein Kritikpunkt. Warum erholen die sich hier drinnen langsamer? Man muss also die Tiere dann in der Tasche behalten. Dann schauen wir doch mal nach. Na, dann gucken wir jetzt mal, dass wir den Kampf jetzt machen gleich. So, jetzt haben wir mal komplizierte Themen. Geht hier schon die Sonne unter oder was? Wir haben noch einen halben Tag. Okay, ich würde sagen, die große Action kann beginnen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich schon richtig im Spiel bin und sowas. Wahrscheinlich nicht. Wir werden übelst draufgehen. Egal, auf geht's. Auf geht's. Bei dem Spiel kann man ja nicht so viel verlieren. So. Und das ist eindeutig nicht Rapunzel. Also raus aus dem Turm. Ist aber auch Blödsinn, ne? Rapunzel muss ja befreit werden aus dem Turm. Also vielleicht ist ganz gut, dass er da stattdessen drinne hängt. So, jetzt wird's spannend. Also. Gleich erstmal hier eine reingebrezelt. Wir können mal gucken, wie viel Damage machen wir. Er macht jetzt hier seine komischen Attacke. Sobald er seine Kugeln macht, muss ich die Tiere eigentlich einsammeln. Ja, diese Attacke scheint auch zu treffen. Ich kann nicht so auf den Damage achten. Jetzt muss ich ihn einsammeln und zwar sofort und wegjumpen. Dann ist es eigentlich kein Problem, sofort wieder raus. Oh, das sah jetzt aus wie beim Kegeln. Oh. Naja gut, jetzt können wir aber wahrscheinlich schon langsam sehen, dass wenn es so weitergeht, keine Chance. Ich werde jetzt mal den nächsten aussuchen. Ihmchen hier vielleicht. Er ist jetzt eingefroren, okay. Der versucht hier auf mich zu schießen. Okay, er macht nochmal seine Superattacke. Boah, was ist denn jetzt los? Wir beschießen ihn von hinten. Also er beschäftigt das Vögelchen richtig gut hier. Oh, nachladen. Jetzt kommt der Angriff. Eine Minute nur noch. Der Angriff war gut, ne? Das könnte der Angriff gewesen sein, den wir ihm neu gegeben haben. Oh no, Drachi einsammeln und weg mit uns. Wie geht's denn unserem Drachi? Dem geht's schon wieder richtig gut hier. Er hat volles Leben. 30 Sekunden nur noch. Oh no, damit kommen wir nicht weit. Ja, wir haben alles gegeben. Und ich feuer auch mal weiter. Ne, ja, bringt jetzt auch nichts mehr. 20 Sekunden nur noch. Übelst. Übelst. Wir müssen uns geschlagen geben. Aber man hat gesehen, die Attacke war auch nicht schlecht. Oh. Furchtbar. Furchtbar. Fürchterlich. So, jetzt ist Nacht oder so und wir kommen nicht an unsere Klamotten. Mal gucken. Jetzt wird es Nacht und wir kommen erstmal nicht an unsere Klamotten ran. So, das sah ja ganz ähnlich aus wie unser erster Versuch, ne? Also ich hätte gedacht, wir kommen ein bisschen weiter, zumindest bis wirklich ein Viertel von seinem Leben. Ich bin geschockt. Ich würde aber sagen, wen wir wahrscheinlich rausnehmen werden, ist er hier. Er hat mich nicht so überzeugt. Hm.
Ich weiß nicht, ob wir es mit dieser Truppe schaffen können. Wir können mal kurz gucken. Jetzt sind sie alle so ein bisschen mitgenommen. Wir werden also jetzt wieder bauen, bis die wieder auf 100% sind. Und dann werden wir es nochmal probieren. Und wieder probieren und wieder probieren. So, jetzt kann ich erstmal ein bisschen im Chat lesen. Alter Schwede. Ne, ich muss mal ganz kurz noch über den Kampf nachdenken. So, also man kann im Moment noch nicht so viel dazu sagen, außer dass das bisher jetzt so im Allgemeinen, wenn man sich so anguckt, jetzt nicht besonders stört in seiner Form. Sonst würde man es eigentlich jetzt schon bemerken. Oh no, wir stürzen gleich ab. So, aber dann kann man hier drüben eigentlich einen Balkon vergessen. Naja, man könnte trotzdem hier so einen kleinen Balkon hinbauen. Ja, und hier könnte man entweder überlegen, man baut bis direkt ans Haus ran oder macht hier echt so einen kleinen Übergang. Also ein Übergang sieht auch immer komisch aus. Nächste Sache wäre wirklich, dass man das ganze Gedöns ein Stockwerk höher baut, weil für diese Außenteile bin ich ja eins höher gegangen. Aber es sieht andererseits auch ganz gut aus, wenn die unten drunter sowas haben. Ne, dann wären die Außenteile halt noch ein Stockwerk höher. So, na dann mal los. Wumme. So, ich lese mal noch ganz kurz. Du hast meinen Raid-Sound geklaut. Sauerei. Du hast neu angefangen mit Stream gerade erst. Okay. Dann auf jeden Fall viel Erfolg. Wunder dich nicht. Das ist anstrengend. Ist kompliziert. Jeder Zuschauer hat seinen eigenen Willen. Das ist zum Beispiel auch ganz schlimm. So, du musst wieder los. Um 5 Uhr wieder aufstehen. Oh jemine. Aber bald ist Ostern. Ich glaube, Ostermontag ist ein super toller Feiertag am Montag, ne? Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Vorbeischauen und gute Nacht. Ach so, neu angefangen mit Pal World. Oh, der Anfang ist am schönsten. Also das solltest du auf jeden Fall in aller Ruhe genießen und auch gar nicht zu viel Druck von wegen zu schnell vorankommen oder so. Hier am Ende wartet ein Boss. Hier so ein genmanipulierter Boss, der ist echt furchtbar. Okay, auf jeden Fall vielen Dank nochmal für den Raid, fürs Vorbeischauen. Ich würde sagen, auf geht's. Charakter hat erstmal hier vor Angst, hat er erstmal gefuttert, anstatt hier. Naja, los. Es ist nicht Rapunzel, auch wenn sie so aussieht, er so aussieht. Sie ist ein R. Riesentheater. Also er hat sich im Turm von Rapunzel eingenistet. Wir müssen ihn da rausschmeißen. Rapunzel ist schon lange fort. Los geht's. Hier gleich, bevor er überhaupt hier merkt, was los ist. Diesmal machen wir es mal anders und hoffen. Ja, jetzt hat unser Biest hier seine Superattacke gemacht. Und ich lasse ihn mal erstmal ein bisschen. Jetzt macht er seine Superattacke. Wir sammeln ein und jumpen weg. Oh, oh no, ganz furchtbar, das ist beim letzten Mal nicht passiert.
waren wichtige Sekunden, die uns jetzt verloren gegangen sind. Unser Schild ist noch nicht ganz kaputt. Also ich muss wirklich auch aufpassen, dass ich nicht hier diesmal vielleicht sogar drauf gehe. Oh oh, oh oh. Ja gut, das hat uns beim letzten Mal ein paar Mal erwischt und diesmal auch. Was soll das denn? So, er hat 10.000 Damage gemacht. Ne, er macht hier gleich nochmal so eine Aktion. Kann ja wohl nicht sein. Ich würde sagen, unser Beast macht ganz guten Damage. Hat auch noch gar keinen Damage gekriegt. Ich hole mal die nächsten raus hier. Stallion. Greif an. Ja, er friert ein. Das war beim ersten Mal so meine Idee, warum er nicht so gut ist. Ich weiß auch gar nicht, ob ich diesen Eisblock immer wieder kaputt schieße. Auf jeden Fall ist er gut beschäftigt hier mit unserem schönen Pegasus. Ja, wir können mal ganz kurz einen Blick... Oh no, wir konnten uns keinen Blick erlauben. Jetzt ist unser Schild kaputt. Jetzt muss ich schon ein bisschen aufpassen. Jetzt macht Stallion hier... Frostallion gerade... Ja, doch, haut ganz schön rein. Was soll das denn? Ich bin doch gar nicht hier in der Schusslinie. Also jetzt gerade hier machen die beiden, was sie wollen hier mit mir. Ich hau ab. Oh oh. So, jetzt klemmt der da hinten aber so übelst fest. Habe ich schon die nächsten ausgesucht? Ja, habe ich schon. Na los. Gefällt mir gar nicht da hinten. Was ist da los? Gleich nochmal einen sammeln. Der soll mal da rauskommen. Aber wir haben eigentlich keine Zeit für sowas. Vielleicht war es sogar ganz gut, dass der da hinten war. Also. Unser Schild ist wieder aufgeladen. Sehr gut. Ja, unser kleiner Drachi hier, der ist, hoffe ich, macht auch Damage. Boah, da waren Pfeiler im Weg. Oh, ich bin gerollt, ne? Das sagt wahrscheinlich auch jeder. Komm schon, sei gnadenlos da hinten. Unser Drachi ist ein bisschen gnadenlos. Der haut auf jeden Fall gut rein. Jetzt schnappe ich ihn mal weg. Ne, dann... Kann er nämlich gar nicht treffen mit seinem Blödsinn. Dann zieht er da irgendwo in die Luft. Oh no, jetzt habe ich ihn zu nah rangeschmissen oder wie? Oh no. Er hat mich erwischt. Och Drachi. Jetzt ist so eine Phase, da will er einfach nichts machen. Aber mal so gar nichts. Oh. Oh no. Einsammeln, wegrollen. Und das Schild ist kaputt. Ja gut, also unser Drache kann es, glaube ich, so einen Angriff auch einfach mal vertragen. Unser Drache muss einfach mal loslegen. Also der Anfang, den fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Guck mal, wir haben schon eine ganze Menge runtergeballert. Oh, okay, da war ich jetzt wirklich zu langsam. Jetzt muss ich aber aufpassen, jetzt darf er mich nicht mehr erwischen. Wo ist unser Drachi und was macht er vor allem da hinten? Okay, er schießt wieder. Oh no. Okay, es wird, glaube ich, Zeit für das nächste Tierchen langsam. Wen haben wir denn da als nächstes? Okay, unseren Drachi. Er hat ihn sowieso gerade eingefroren. Los, komm, Drachi. Feuer einmal richtig drauf und dann holen wir gleich wieder irgendein anderes Tier raus. Vielleicht wieder ihn hier. Drachi bekommt Damage. Fand er aber gar nicht so schlimm. Drachi greift noch an. Jetzt macht er Theater. Jetzt wechseln wir die mal. Komm schon, gib auf. Oh, die Dinger verfolgen einen aber auch bis zum bitteren Ende. Komm schon, steh nicht nur rum. Greif ihn an. Jawohl, jetzt kommt der Angriff. Okay, es sieht wirklich wesentlich besser aus als davor. Und jetzt kommt die Superattacke. Diesmal lassen wir uns von dem Zeug nicht erwischen. Und immer schön mitballern hier. Ja, es gibt auch so eine Art Headshot, aber irgendwie, warum da keine einzige Kugel trifft, verstehe ich nicht. Oh no, nachladen.
Hier, diese Zahlen, die immer so rot umkreist sind, sind eigentlich die Headshots. Boah, er spinnt ja wohl. So, wen holen wir als nächstes raus? Unser Pegasus. Pegasus ist schon bereit. Ja, den Treffer. Oh, jetzt ist der perfekte Moment. Schnell, schnell, schnell. Ja, jetzt hat er sich gewundert, ne? Dieses komische Pegasus schon wieder. Ich habe das Gefühl, das Pegasus ist wirklich sehr gut. Na, macht's noch? Greift's noch an oder holen wir den nächsten? Habe ich's eingesammelt? Oh no. Ich glaube, ich hab's eingesammelt. Nicht so ein Blödsinn, komm schon. Du bist ein ganz großer Drache. Du bist mindestens doppelt so groß. Jawohl. Oh no. Was soll das? 3 Minuten nur noch. Ausgetrickst. Oh no, unser Drachi wurde erwischt. Ich würde Drachi gerne einsammeln, aber jetzt müssen wir erstmal diesen Zielsuchraketen hier ausweichen und dem Gedöns ausweichen. Komm, Drachi, schieß noch einmal. Jawohl. Oh no. Wen haben wir da noch? Ihmchen. Oh no, kann er das vielleicht vertragen? Verträgt er das? Oh, das macht schon krassen Damage. Ich hoffe, er rächt sich gleich dafür. Dieses Zielsuchgedöns. Oh no, 2 Minuten nur noch. Drachi hat keinen Bock mehr. Wen haben wir da noch? Ihmchen hier. Attacke. Nicht erst rumfliegen. Oh no, er macht schon wieder seine Flugparade hier. Greif ihn doch an. Ne, also in dem Fall bringt er halt wirklich gar nichts, ne, wenn er so rumwuselt. Doch, jetzt greift er an. Volle Attacke. Okay, das war, glaube ich, nicht schlecht. 1 Minute nur noch. Also diesmal kommen wir vielleicht zumindest mal hier unter. Oh no. Einsammeln, wegjumpen, rausschmeißen. Jetzt will ich aufsteigen, ne? Hat er aber ganz dämlich geguckt. Oh Mann, also hier muss wirklich alles irgendwie stimmen. Der perfekte Kampf muss her. Also gar nicht so groß die Gefahr, dass man krepiert, behaupte ich mal. Das ist wirklich nur diese Zeit. Wen nehmen wir jetzt? Nochmal unser Pegasus, komm, 46 Sekunden. Schau, wir lassen jetzt mal das Pegasus noch draußen. Es hat auch noch volles Leben, würde ich sagen. Wir gucken mal, wie unser Pegasus damit klarkommt. Ja, kriegt so ein bisschen Damage. Ich denke aber, das ist wahrscheinlich sehr schädlich für die geistige Gesundheit, wenn es so getroffen wird und nur noch halbes Leben hat. Ich bin auch nicht sicher, nee, man schießt eigentlich nicht durch seine eigenen Tiere durch. Oh nö, was ist denn das hier? Der schummelt der auch noch. Okay, also wir haben auf jeden Fall mehr Damage gemacht als beim letzten Mal. Und das Pegasus ist auf jeden Fall ein kleiner Geheimtipp. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Nein, Quatsch, ne? So, das sind so die Witze, die es bei mir immer gibt, ne? Ich werde es einfach so zusammenschneiden für YouTube, als hätten wir es geschafft.
Und damit sind wir fertig für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, Quatsch, ne? Oh Mann, furchtbar. Jetzt wissen wir, wie viel Uhr es ist. Es wird wieder gleich Nacht und dann müssen wir unsere Klamotten abholen. Nee, ich fand es sehr cool eigentlich. Ich wollte zwischendurch mal auf den Drachen, also wenn man diese Raketen, vielleicht hätte das auch den Unterschied gemacht, diese Raketen vom Jet Dragon abzufeuern, bringt auf jeden Fall eine Menge. Macht eine Menge Damage. Der Jet Dragon, er hat manchmal solche Phasen, wo er gar nichts macht, dann dauert es ein bisschen. Also auch das müssen wir perfekt irgendwie einplanen. Ich habe ihn hier so ein bisschen aufgemotzt, bei ihm hier, bei dem kleinen Drachen. Der hat eine extra Fähigkeit. Man sieht schon, das sind halt auch Tiere hier, die beiden, die haben 4 Sterne. Ne? Und ich habe die auch, glaube ich, wir gucken das mal ganz kurz hier hinten, was wir natürlich auch noch machen können. Jetzt, wo ich weiß, dass das Pegasus so reinhaut, können wir das halt auch noch verstärken. Hier, das kann man ja hier bei dieser Statue. Und wir gucken mal nochmal bei denen hier nach. Da habe ich zumindest den Angriff schon auf das Maximale verstärkt. Dann schauen wir mal bei ihm. Bei ihm ist es genauso. Und bei ihm hier natürlich auch. Er könnte noch 1 Stern dazu bekommen. Dann müsste ich aber nochmal 64 Tiere. Also ich züchte die eigentlich gerade. Bei ihm möchte ich eigentlich nochmal 64 Tiere reinbuttern. Dann wäre er noch ein bisschen stärker. So, aber diese Boss-Tiere habe ich noch überhaupt nicht verstärkt. Aber ich habe auch nicht mehr viele Punkte übrig, ne? Also ich glaube, den maximalen Angriff, naja, vielleicht könnten wir diese beiden noch verstärken. Und hier hatte ich aber kurz überlegt, ob der Drache überhaupt gut war. Aber so schlecht hat er sich jetzt auch nicht gemacht, aber wir haben halt nicht gewonnen, ne? Weil die rennen dann immer... Oh no, das ist ja wohl eine Sauerei. Nur los. Kann man das abbrechen? Mir ja noch nie passiert. Lol, das geht nicht mal so abzubrechen. Oh. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt muss ich das Ding abreißen. Na gut. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Lol, jetzt liegt da ein dicker Klumpen Gold. Also man sollte nicht zu nah an seine Kisten hüpfen. Sonst muss man die Kiste abreißen. Vielleicht hätte ich auch ausloggen können, einloggen können. Brauchen wir auf jeden Fall eine neue Kiste hier. Können wir mal so eine schiefe bauen. Okay. Jetzt haben wir auch automatisch das Zeug aufgehoben. Auch die freuen sich immer, wenn was zu bauen ist. Was ist denn jetzt los? Die stehen ganz still. Ich würde sagen, Zeit für ein Zigarettchen, Augenblick. Na gut, ich würde sagen, wir haben alles. Ich hatte mir hier gerade noch ein bisschen Futter rausgenommen. Und konnte das mal kurz zeigen. So, in die andere Base möchte ich eigentlich nicht, weil da warten schwere Eier. Da liegen wahrscheinlich, obwohl eigentlich müssen wir dahin. Und da werden wir bestimmt angegriffen. Naja, los. Kleinen Besuch. Mal gucken, ob da überhaupt Eier warten. Hier wartet erstmal einer, der hier gar nichts zu suchen hat. Also das ist wirklich ein Problemchen. Ja, guckt euch mal das an. Das ist auch ein Problemchen. Diese Biester, ich wusste schon, warum ich hier nicht her wollte. Jetzt können wir mal ganz kurz gucken, was da oben rumliegt. Oh, und jetzt wissen wir, warum der da unten steht. Er hat keinen Bock mehr. Ich gedacht, er ist doch kein Huhn. Aber hier oben ist ein Problem. Wir brauchen die Wumpos. Ja, deswegen wollte ich hier nicht her, weil um die zu tragen, brauchen wir wirklich die Wumpos. Na los, schnelle Wumpo-Aktion. Wo sind sie versteckt? Na
Na gut, wenn ich die hier alle dahin tue, wo vorher die Wumpos waren, dann können wir die auch schnell wieder zurückholen. Ja, mit dem Biestern. Jetzt sind aber da drinnen wahrscheinlich auch ganz viele Eier, die wir ausbrüten können. Na ja, gut, machen wir eine kleine Ausbrütaktion hier. Vielleicht kriegen wir ja die 64 Eier zusammen. Irgendwas hatte ich auch abgezählt. Ich denke nicht, dass das hier schon die 64 Tierchen sind. Ja, mit den Kuchen ist es auch ganz eigenartig, dass die Kuchen hier, wenn sie in der Zuchtkiste sind, keine Ver oh no, überladen. Also das sollte man nicht machen, selbst wenn man Wumpus hat, aber wir können auch normal laufen. Ja, hier sind echt noch 22 Torten drin. Dann haben die Torten keine Verfallszeit mehr. Man kann die also eigentlich immer in so einem leeren Ding, so ein leeres Ding tun, aber ich denke mal, das wissen auch schon alle. So, jetzt brüten wir aus die nächste halbe Stunde. Also wundert euch nicht, wenn ich beim nächsten Mal hier nicht her will. Oh no, und jetzt werden wir auch noch angegriffen. Gut, aber ich bin zumindest nicht mehr überladen. Wir haben nur die Wumpos in der Tasche. Oh no, aber er eiert hier rum. Und wir brauchen eine Verteidigung. Wo ist unsere Verteidigung? Petersilie, ja, unsere Kriegskäfer, Kämpfer, raus mit euch. Hier die Dicken, raus mit euch. Den haben wir noch. Noch mehr Dicke. Er ist ein Low Level. Hab die ganzen Käfer weggetan, die sind stark hier. Da unten kommst du hin. Dann haben wir noch den hier. Und noch den hier. Also das. Oh, da ist noch jemand, der möchte noch ausgetauscht werden. Hier, sie kann noch mitkämpfen. Okay, wollen wir mal das Beste hoffen. Und ich baller so ein bisschen mit Armbrust mit und versuche zu überleben. Haut ab hier. Hier wird gezüchtet. Oh. Wir haben keine Zeit zum Kämpfen. Komischen Rapunzels. So, ich habe gar keine Munition mit für das Ding. Pancho macht sie fertig. Ich helfe beim nächsten Mal wieder mit. Mach ihn kaputt. Könnten ihn boxen vielleicht. Mistkerl. Hau ab. Und nur nicht auf die Eier. Ja, wann schießt er wieder? Er hat keine Munition mehr. Oh, Käferchen hat ihm den entscheidenden Schlag verpasst. Bilde ich mir zumindest ein. Oh Mann, so sollte man nicht kämpfen, dann geht vielleicht doch noch die Base kaputt. Du Mistkerl, stehen geblieben. Du kannst nicht ewig weghüpfen. Oh nee, guck mal, es macht überhaupt keinen Damage und keiner greift ihn mehr an, oder was? Naja, gut. Wir haben dann noch unsere Geheimwaffe. Oh, voll vorbei, oder wie? Wieder vorbei. Sag mal. Ist der hier immun, oder was? Weg mit dir. Alter Schwede. Deswegen wollte ich hier nicht hin. Kann ja wohl nicht sein. So ein Gemetzel. Und sie schlafen alle ganz friedlich. Die Pals sind bereit. Da sind sie am Ackern. Ich muss die auch öfter mal angucken, ne? Sonst sieht man in meinem gesamten Stream nicht einmal so ein Pal vom Nahen. Da sind sie. Elfi,
greif ihn an. Wir haben noch kein. Jetzt greift Elfi an. Oh no, und jetzt kommt das Dingsbums. Na gut, ich hätte jetzt Elfi einfach mal draußen lassen können. Jawohl, super Attacke. Wer ist der Nächste? Was sagt Elfi? Elfi ist enttäuscht. Komm schon, Feuer auf ihn. Du bist ein noch größerer Drache. Ja, er schießt jetzt eigentlich ganz gut gerade. Aber ich muss gucken, dass wir ihn hier nochmal rauslassen. Attacke. Komm schon, mach was. Mach doch irgendwas. Ja, jetzt macht er was. Jawohl, super Attacke. So, jetzt hat es mich ein bisschen erwischt. Boah. Eine Minute noch. Oh, jetzt muss ich aufpassen, jetzt geht es mir ziemlich schlecht. Oh no. Oh no. Jetzt wird's kritisch. Eine Minute noch. Oh no. Und er macht nichts. Kann nicht sein. Oh Mann, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht kapiere. 46 Sekunden noch. Oh shit. Nichts wie weg. Wir lassen ihn draußen. No, 20 Sekunden noch. Oh, er hat nur noch 10.000 Leben, 8.000 Leben nur noch. Okay, ich würde sagen, wir waren super nah dran und unser Team kann es schaffen. Alter Schwede, ist das knapp. Jetzt wollen wir mal schauen, wie viel Munition wir noch übrig haben. Und man hat auch gesehen, dieser Raketenhagel ist auch der Hammer. Sollte man so oft im Kampf machen, wie man irgendwie kann. Immer erst nach der Fähigkeit, die der Vogel macht. Und teilweise ist es gut, die Tiere wieder einzusammeln, wenn sie ihre Fähigkeiten nicht machen. Man kann es aber auch nicht sagen. Also in der Konstellation würde ich sagen, ist auch ein bisschen Glück dabei. Gerade bei Ihmchen auch. Ich meine, das eine Mal hat er gut angegriffen. Dann ist aber auch eine Zeit lang nur rumgeeiert. Das Pegasus ist auf jeden Fall Hammer in dem Kampf. Ah,
Also wenn man mehrere Treppen übereinander baut, sind wirklich die Holztreppen am besten. Also auch hier werden wir vielleicht später noch Holztreppen bauen. Aber hier, wenn es nur eine so eine Treppe ist, dann ist Metall eigentlich ganz geil. Obwohl das hier unten wirklich... Naja gut, es geht. Es geht. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mega Spaß gemacht. Wir haben Rapunzel leider nicht aus ihrem Turm rausholen können, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe auch das Gefühl, ihr Haar muss noch ein kleines bisschen länger werden. Okidoki, dann schlaf gut, gute Nacht, vielen Dank fürs Zuschauen, hat mega Spaß gemacht und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann, tschüss.